Hallihallo, hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Sims 4 Legacy Challenge. Wir haben was getan. Ja. Okay, alles geladen. Sehr schön. Ich habe schon wieder meine Befürchtung gehabt. Das sieht irgendwie anders aus als vorher. Kann das sein? Das ist das Update. Ist scheiße. So, Nö. da. Da hat sich ein bisschen was tatsächlich an der Bedienung geändert. An den ganzen Interface-Sachen und so weiter. An der Bedienung? Ich würde gerne einen Orangensaft bestellen. Da musst du mal EA anschreiben, ob sie dich bedienen. Ja, übrigens, heute ist Sonntagmorgen Frühstücksfernsehen, nicht? Stößchen! So. Musik haben wir natürlich wieder vorzugsweise ausgemacht. Komm mal, weil wegen ist so. Ich kann mal eigentlich Vollbild machen, gerade mal hier. Ja, jetzt haben Vielleicht klappt es ja jetzt wieder mit Windows 7. wir. Ja, also ist 30% gerade. Es waren gerade Spitzen auf 50. Klar, wenn man Vollbild wechselt und so weiter, rein, raus, links, rechts, geradeaus, dann passiert sowas schon mal in der Regel. Aber irgendwie lädt es gerade nicht schneller oder fertig. Aber jetzt. Ja. Zumal das die jetzt die 64-Bit-Version ist. So, den Schnee haben wir logischerweise auch wieder reingeknempelt. Erstmal gucken, ob alles vorhanden ist, wie es soll. Also zum Beispiel erstmal hier die Häuser wegmachen und Keller sagt vielleicht mal ganz eben schnell: Schön, alles da, sehr gut. Was ist Ich das? bin dafür, dass du gleich einmal die kleine Tabea ein bisschen umziehst. Oder alle nach und nach. Tabea und Bella. Und Zoe. Die schläft aber gerade. Ja, wenn sie wach sind. Hä? Schlafen sie nicht? Ah, ne. Die alten Menschen sind noch wach. Wieder. Wie sich das so gehört, mitten in der Nacht. Ja, wir hatten ja die Befürchtung, dass er vielleicht irgendwie drauf geht. Der gute Herr. Stimmt. Er hat ja noch mal. Das sieht aber nicht so aus. Er hat ein bisschen Spaß. Oh ja. Ich nehme einen. Ich mag ich nehme einen. Was machen wir jetzt? Ach, schlaf einfach. Geht nicht. Papa nervt. Lass mal einfach mit. Ey, fick nicht! Boah, den nicht! Will ihn nicht haben, geh in dein Grab. Regnet draußen. So, sie kommt jetzt auch, dann können wir gleich die Nacht wegen skippen. Und sobald die wach sind, ist es Dienstag. Ich soll die Dienstag vor der Schule umziehen lassen. Meinst du, das wäre denn so gut? Ja, Aha. das ist gut. Ach so, ach so. Das muss so. Das muss so. Fast forward. Da ist noch ein Geist im Haus unterwegs. Ach so, und deswegen geht das nicht schnell vorwärts. Das ignoriere ich So jetzt war es schon mal. vor dem Update. So, kleiner dicker Junge hat wahrscheinlich kleines dickes Hunger. Nehmen. Nee. Der muss mal die Burger von gestern wegbringen. Macht das Einmal schon geil. automatisch. Er wäre aber bestimmt dahin gegangen. Nee, wäre nicht. Bestimmt nicht. Weil das ist doch schön mit, ne, mit Spülung von unten so. Auch mit Fernbedienung. Auch mit Fernbedienung. Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Aber so blöde wie dieses Zusatzprogramm war, ich glaube, ich werde mir das wieder installieren von der Kamera, weil da hat er das wenigstens gespeichert. Ich habe das Gefühl, dass ich das jetzt jedes Mal neu arrangieren muss. Okay. Der Weißabgleich ging zwar da auch nicht, aber alles andere ging. Wie Zoom, Schwenkungen. Ist die Kaffeemaschine kaputt? Ja. Ich wette, das war Ralf. Nö, ich glaube, das war Ralf hier. Und ich wette, die Kaffeemaschine genauso. Er hat ein bisschen Ich Hunger. befürchte, die Computer sind nämlich auch im Arsch. Nee, doch nicht. Kein Bluescreen. Kann man das noch essen? Ja. Nein. Nur weil es ein paar Stinkewölkchen dran hat, oder warum? Ja. Na gut. So, Papa. 7,9, 7,43. Okay. So viel Verzögerung doch tatsächlich, bis er startet. Das ist interessant. Wir haben keine Zuschauer mehr. Das weißt du nicht. Das ist die, Ich meine, ich könnte ja auch mal ganz kurz eben, Bekannt geben.
solltest den Namen vom Stream nochmal ändern. Du hast da nämlich dieses andere reingezogen. Ja. Stimmt. Du hast natürlich recht. So. Tack, tack, tack. Tack. So. Alle wach. Tabea umziehen. Jetzt ist der Kühlschrank kaputt. Ich glaube, da muss Ryan ein bisschen reparieren. Du meinst, wenn er schon von selber nicht sterben will, müssen wir ein bisschen nachhelfen. Es ist mir bisher noch nie passiert, dass irgendjemand bei der Reparatur gestorben ist. Nur in Sims 3 einmal. Und dann ist mein Spiel abgeschmiert. Praktischerweise, das habe ich nicht mal selbst initiiert. Aber das ist nicht viel Auslastung, ne? Mhm. Das war einmal auf 60 hoch. Das ist easy. Da. Ja. Gut, der macht ja halt auch was, ne? So, was wollen wir denn jetzt hier mal planen, sag mal? Tabea kriegt ein schönes Kleidchen. Ein Kleidchen? Ja. Was denn für ein Kleidchen? Muss mal gucken. Klick mal drauf. Genau, und jetzt gehst du mal auf schick. Ganz oben rechts. Da. Links daneben. Brav. Und dann suchst du jetzt mal ein anderes Kleid aus. Also wenn das unsere Tabea sieht, ne? Ich glaube, die läuft eigenhändig hier hin, nur um dir dafür einen auf die Klappe zu hauen. Dafür, dass sie ein schönes Kleidchen kriegt. Ja, ein anderes. Das habe ich nicht gemacht, glaube ich. Das ist ein schönes Kleid. Ich meinte zwar eigentlich das oben links, aber... Denn das ist jetzt bei dem neuen Festtags-Add-on bei gewesen. Kostenlos. Aber wir können gerne das Grüne da nehmen. Was da? Ja, da müssen wir nur das entsprechende andere Zeugs noch dazu haben. Schuhe und Handschuhe und Helm. Was ist das denn? Oder was ist das? Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal Aliens. Ich vermute es auch. Nein, sie kriegt ein tolles Kleidchen hier. Aber nicht in der Farbe. Ja. Und andere Schuhe. Andere Schuhe. Oh Gott. Nee, wenn dann ganz oben oder die roten da. Ganz oben. Nee. Schon da, wo du warst. Wo war ich? Nimm die roten. Noch? Das reicht. Die Brille kann mal weg, oder? Ja. Wir können aber gerne mal gucken, was es da sonst noch Neues gibt jetzt. Wo denn? Brille? Du hast jetzt gerade Ohrringe gehabt. Interessante Augenfarbe, die sie hat. Mhm. So. Super, jetzt habe ich das kriege ich noch. Das Gott. Scheiße, Austauschen war nicht gut, ne? Wo soll es denn noch neue Sachen geben? Überall. Es gibt neue Frisuren, es gibt neue Kleidung. Alles das, was goldig ist. Eigentlich. Oder auch nicht. Ich stelle gerade fest, oder auch nicht. Kannst du in die normalen Outfits mal reingehen? Alltagskleidung. Ah, das ist super. Das gefällt mir. Das ist was für unseren Großen. Stimmt. Guck mal, Prinzessinnenkleidchen. Das sind die Halloween-Sachen. Ah. Das ist gut. Tabea, der Pirat. Hat was, ne? Ja. Ich lasse das so. Ja, aber dann Stiefelchen, bitte. Ja, natürlich. Oder irgendwas dergleichen. Irgendwelche Schlupfstiefel, aber gibt's ja natürlich hier nicht. Ah, doch, das sind die. Ja. Ja, passt. Kann man machen. Jetzt brauchen wir noch einen Hut. Einen Hut finde ich gut. Oh shit,
So war das. Hut, 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 Hut. Hut, 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 Hut. Gut, es gibt keinen passenden Hut dazu. Dann nehmen wir so ein Handtuch. Nein. Nicht? Nein. Das ist ein Scroll mal weiter. Indischer Pirat. Ist Ende. Gibt's. Schade. Nein. Nein. Ja. Naja, sieht zwar auch scheiße aus, aber immer noch am... Wobei, warte mal, die in schwarz? Braun. Kann man machen, oder? Jep. Jep, jep. So. Und dann ziehen wir jetzt nochmal unseren Dicken hier schön an, ne? Die alte Wurst. Die Hanswurst wird verwurstet. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, danke schön fürs Zuschauen und ciao.